Angebot zu 22,99. Es geht, wie schon angesprochen, um Flower Forming. Und ich möchte all diejenigen bitten, die vielleicht schon etwas in dieser Richtung gemacht haben, ja, oder mit Angelika persönlich sprechen möchten, bei uns anzurufen, aber live gerne, in der Sendung. Motivieren gerne Sie vielleicht auch alle Neulinge mal loszulegen, denn Basteln macht richtig Spaß. Richtig Spaß, und es ist wegen, meine Shows heißen ja immer einfach basteln, ja, und es ist wirklich einfach. Es sieht vielleicht kompliziert aus, aber es ist ganz, ganz einfach. Und zum Beispiel die Gabi Krebs, sie macht das heute zum allerersten Mal, und wir werden dann gleich sehen, was sie da zustande gebracht hat. Und was du schon im Vorfeld zustande gebracht hast, sehen wir gerade schon im, ja, Überblick. Ja. Denn das alles, was jetzt hier verziert wurde, ist mit diesem Set, ja, Flower Forming gestaltet ganz worden. Genau. Das sind Blüten, die sie formen können. Das ist ja sagenhaft. Ja, also das ist ein ganz, ganz nagelneues Set. Und zwar in diesem sogenannten Vintage-Look. Das ist ja jetzt voll angesagt bei den Einrichtungsstilen der Welt. Und das sind einfach nicht mehr diese naturgetreuen Blumen, die wir bisher hatten, sondern wir haben einfach Fantasieblumen gemacht in wunderschönen Farben, in wunderschönen Pastellfarben, die so tolle Dekorationen mitmachen können. Und schauen Sie mal, Sie bekommen 16 Bogen, diese ganze Vielfalt hier an Designs, an Mustern, die Sie natürlich auch miteinander kombinieren können. Natürlich sind wieder Schmetterlinge dabei, auch Blätter brauchen wir natürlich. Jeden Bogen, den Sie hier sehen, den bekommen Sie zweimal, okay, damit man eben auch richtig schöne große Dinge Ton in Ton auch dekorieren kann. Das sind insgesamt 382 Motive, die, ja, Sie bekommen. Ja. Davon übrigens 222 Blumenmotive alleine. Ganz irgendjemand genau hat da nämlich nachgezählt. Ja, ich. Ja, sehr gut. Du zeigst uns auch gleich, wie es funktioniert. Ja. Denn wir haben ja versprochen, jeder kann mitmachen, jeder darf mitmachen. Gabi, sagtest du, die macht das heute zum ersten, ja, Mal. Denn es ist denkbar einfach. Ja, nicht, das ist wirklich einfach. Einfach auch schon, weil alles vorgestanzt ist. Also hier brauche ich nichts ausschneiden, sondern ich pflücke mir praktisch meine Blumen einfach hier raus. Ich habe mich jetzt mal für diesen Bogen entschieden. Da sind so verschiedene Brauntöne zum Beispiel drauf. Schön. So, nehmen wir, also auch wer nicht so fingerfertig ist, der kommt damit sehr gut klar. Ja. Wenn ich so, ja, detailgetreu ausschneiden, genau, möchte oder genau kann, seien es ganz kleine Fingerchen, ja, wenn vielleicht, ja, die Kinder auch schon mit basteln oder wenn ältere vielleicht Herrschaften ein bisschen wehtun schon, mhm, von Arthritis oder Rheuma oder so. Nein, es ist alles vorgestanzt. Also den Gefallen habe ich mir schon selber getan, weil die Folie ist ja doch sehr schwierig auszuschneiden. So, der zweite Arbeitsgang, der ist ganz, ganz wichtig. Hier sind zwar schon einzelne Blätter zu sehen, aber ich muss die noch ein kleines wenig einschneiden, sodass in der Mitte natürlich so ein 1 Cent großes Stück übrig bleibt, mhm, sonst fallen die Blätter alle runter. Gut. So, dann drehen Sie das bitte auf die Rückseite, also mit der milchigen Seite nach oben über die Kerze halten, jetzt das erste einzelne Blatt, so 1 Zentimeter über die Kerze, und wenn das dann so runterfällt, dann ist das so weich, dass ich das jetzt formen kann. Schauen Sie, und schon ist das erste Blütenblatt fertig. Und so können Sie das in die gewünschte Form bringen. Ja. Wichtig ist dazu immer die Hitze, die Sie benötigen. Genau. Also Sie brauchen eine Kerze dazu. Richtig. Denn, und das ist natürlich auch irrsinnig praktisch, ohne diese Wärme bleibt die Blüte, wie sie ist. Das, ja, heißt, einmal geformt, bleibt, ja, sie dann auch so, oder? Also diese Folie ist eine spezielle Thermofolie und die hat einen Schmelzpunkt von 150 Grad. Mhm. Das heißt, auch im heißesten südlichen Blumenfenster wird es vielleicht mal 50, 60 Grad. Das macht den Flower Formings überhaupt nichts aus. Und was auch noch toll ist, sie sind auch lichtecht und witterungsbeständig. Das heißt, ich kann auch wunderschön Dekorationen für draußen damit machen. Ach, ist das schön. Und ich kann sogar die Gartenmöbel damit verzieren. Ja, oder solche Gartenkugeln, solche, ja, Rosenkugeln. Und schauen Sie mal, jetzt kommt auch, wenn Sie jetzt sehen, dieser porzellanartige Glanz. Mhm. Der kommt jetzt richtig raus, wenn die, wenn die Folie mit der Wärme in Berührung gekommen ist. Nice. So, zum Schluss machen wir noch mal kurz die Mitte warm. Oh ja, was machst du mit der? Und dann drücke ich das runter, ja, und ziehe die Blütenblätter nach oben. Und so nach 10 Sekunden ist das kalt und die erste Blüte ist schon gestaltet.
Wow, und Sie können dann noch 221 weitere Blüten gestalten und noch viele, viele Blätter und Schmetterlinge, die in dem Set auch mit dabei sind, zu 22,99. Das ist der einzige Auftritt am heutigen Tag. Ja. Es ist auch deine einzige Stunde heute, richtig, Angelika. Also alle, die mitmachen möchten und die sagen, stimmt, ich vermisse den Frühling, ich vermisse die Blumen. Alles sieht jetzt leider draußen noch ein wenig trist aus. Ja, muss man richtig wirklich, ein paar Krokusse geben sich ja schon Mühe. Ja, ja. Die haben ja wirklich alle Hände voll zu tun, sich zeigen zu können. Also wer es sich ein bisschen schön und bunt gestalten möchte und frühlingshaft, der ist jetzt eingeladen, bei dem Flower Forming Stanzbogen Set Edition 2013 unbedingt mitzumachen. Und wie flott das dann geht, das zeigst du uns. Jetzt kommt die nächste Blüte fertig. Genau, jetzt mache ich die, forme ich die mit den Fingern ein bisschen nach oben, weil die möchte ich jetzt ein bisschen enger haben, denn die setze ich nämlich jetzt noch hier rein. Ah, das geht auch. Also ich nehme zwei verschiedene Designs, die aber farblich miteinander harmonieren. So, und jetzt piekse ich einfach mit der Schere durch beide ein Loch. Und Sie haben hier schon gesehen, ich arbeite mit so einer Matte und mit einem Hammer. Das ist unser Werkzeugset. Das haben wir übrigens ganz schnell nachgebucht, weil das schon wieder ausverkauft Bitte war. Gleich mitbestellen. Ich sage Ihnen gleich die Bestellnummer. Das ist die 347079. Ist auch unten eingeblendet. Da ist das alles mit dabei zu 21,99. Ist so eine Grundausstattung, kann man immer wieder benutzen. Zum Beispiel sind da auch drei solche Karten mit diesen Breads dabei. Und damit verbinde ich jetzt zum Beispiel dekorativ meine zwei Blüten. Ich kann sie auch mit den Glue Dots kleben und auch eine Rolle Glue Dot ist in dem Set mit drin. Und ich nehme jetzt mal hier einen von unseren wunderschönen Schlüsselkästen. Die Schlüsselkästen, die können Sie auch übrigens mitbestellen, so und zwar unter der 347 08 und der 1 zu 1999. Und die können Sie dann wiederum mit den Blüten wunderbar verzieren, wie du es uns jetzt zeigen wirst. Also einfach nur die Blüte auf so einen Glue Dot draufdrücken, runterknibbeln und irgendwo hin, wo ich das gerne hätte. Sie können die Schlüsselkästen von außen verzieren, Sie können sie hier hinter der Glasscheibe verzieren oder auch beides natürlich, ganz schön üppig. Und so kann man sich wunderschöne Dekorationen machen. Das ist auch eine tolle Geschenkidee. Übrigens jetzt auch unten eingeblendet die Artikelnummer für die Holzkisten, für die Schlüsselkisten. Ja. Vielleicht sind Sie demnächst irgendwo eingeladen und haben noch so recht keine Idee, was soll ich mitbringen. Jeder bringt meist die Flasche Wein mit, oder Strauß Blümchen. Das kennt man ja nun. Also ich denke, da werden Sie glänzen, wenn der oder die Beschenkte sieht, wie viel Mühe Sie sich gegeben haben und so etwas Hübsches selbst gestaltet haben. Oder schauen Sie mal, das sind zwei Blüten, zwei Blätter, das Ganze auf eine Broschennadel, die man im Bastelladen kaufen kann. Und das ist ein Wunder, erstens mal ist es ein wunderschönes kleines Geschenk. Ja. Zweitens ist das federleicht, das kann ich an die teuerste Seidenbluse machen, weil es nicht runterzieht. Oder ganz toll für Menschen, die auf solche Basare gehen. Ja. Kunden haben mir erzählt, dass sie so eine Brosche so für 5,50 Euro bis 7 Euro verkaufen. Das glaube ich. Der Warenwert ist hier vielleicht 90 Cent. Mhm. Also das ist ein super Geschäft. Ja. Und es wird sehr, sehr gerne gekauft, weil es ist mal was anderes. Übrigens, dein Schmuckstück, das du auch heute kriegst, das hast du auch selbst gebastelt. Wenn man da mal drauf gucken möchte, ist das hübsch und das ist ein zauberhafter Anhänger, den sonst niemand hat, hat absolut Unikat-Charakter, denn Sie gestalten sich Ihren Schmuck oder Ihre Brosche, ein Anhänger, vielleicht auch für die Tracht passend zum Dirndl. Ja, ich gerade sagen. Können Sie die Farbe natürlich auch hier. Ja. Mein Gott, Trachtenschmuck ist ja so kostspielig. Ja. Und ich habe hier alle Farben zur grünen Tracht, zur Danke dir. Ich habe auch gerade noch gesehen, die Kerze. Zur blauen Tracht, zur roten, zur pinkfarbenen Tracht, zur Violett. Ist dabei. Alles ist dabei. Nein, ist das toll. Ja. Das gefällt mir immer besser. Wollen wir noch mal gucken, du hast auch den Korb hier so schön gestaltet. Ja. Der gefällt mir das gut. Ist zum Beispiel auch jetzt eine schöne Idee für Ihren Sommerurlaub. Mhm. Das ist ja einfach so ein Plastikkorb. Für die nassen Badesachen, da kann man alles mit an den Strand schleppen, was man braucht. Und ich werde jetzt noch auf die Suche gehen, ob ich in diesem Hellgrün noch ein paar Flipflops bekomme. Ja. Und auch die werde ich mir passend dazu gestalten, denn das habe ich schon mal gemacht und habe dann festgestellt, Flower Forming sind auch salzwasserresistent. Oh ja. Also ich habe da schon mit in der Nordsee gestanden. Ja.
öfter mal in dem 14-Tage-Urlaub, jetzt nicht die ganzen 14 Tage, aber das hat denen überhaupt nichts ausgemacht. Und dann so ganz süß, dann kommt eine Kundin und steht eine Frau neben mir und sagt auf einmal eine Stimme, diese Flipflops kenne ich aber. Und dann guckt die Frau an mir hoch, ach Frau Wagner, Sie sind also das. Ist ja, natürlich die auch im Fernsehen dann gezeigt. Ich kann mir auch vorstellen, auf solche wunderbaren Accessoires wird man ja auch angesprochen. Da heißt es, oh, woher haben Sie denn die tolle Tasche? Ja. Weil sobald etwas so Verzierungen hat und irgendetwas Besonderes, was so individuell aussieht, ist es ja eigentlich sehr, sehr kostspielig und teuer. Und so können Sie sich Ihren Korb, der vielleicht schon ein paar Jahre alt ist, ganz, ganz hübsch gestalten. Ich habe hier was ganz Süßes entdeckt. Und zwar, ich gehe ja immer in so ein Euro-Shops und suche nach solchen Deko-Ideen. Und da habe ich diese Tasse hier gefunden. In einem Euro-Shop? Ja. So toll. Und schauen Sie mal, da sind so rosa Röschen drauf. Ja. Und in meinem Set sind aber auch solche Röschen drauf, solche Blümchen, die das gleiche Muster haben wie die Tasse. Und dann habe ich einfach so eine halbe Dekokugel da reingetan, habe die damit bestückt, ein Schleifchen dazu. Wenn Sie so mit sowas zu einer Kaffeeeinladung kommen und schenken das Ihrer Freundin, dann haben Sie einfach, da sind Sie der Star des Tages. Da, da bin ich mir dann aber auch sicher. Die anderen oder auch haben keine Chance. Oder auch für zu Hause, weil man muss sagen, es sind ja auch Blumen für die Ewigkeit, die ihre Schönheit nicht verlieren und ihre Pracht. Du hast ja auch so etwas gestaltet. Wie hast du denn das gemacht? Also, da waren Seidenblüten drauf auf diesen Stielen und die waren total verblichen. So, das passiert bei den Flower Formings nicht. Und dann habe ich die einfach runtergezupft und hier in der Mitte hatten die so einen, ja, so einen Blütenständer. So, und dann habe ich in das Flower Forming ein Loch gemacht, hab das da drauf gesteckt und dann den Blütenständer drauf. Ist und so toll. Bleibt das auch stecken. Und das sieht entzückend aus. Ich darf nämlich dann einmal kurz hochheben. Auch hier, schauen Sie mal. Ja, ist auch wieder so nett in gemacht. Diesem Vintage-Look. Das kann das man ist ja gerade sehr angesagt. Kaufen. Ja, aber ja. Wie gesagt, für teuer Geld können Sie das überall und deswegen, kaufen. Deswegen, und auch Schmetterlinge sind im Set und da kann man so liebevoll und so süß mit dekorieren. Hübsch. Und Sie haben hübsch. So viele Möglichkeiten, ob Sie kleine Schächtelchen damit machen. Hier vorne haben wir da zum Beispiel, oder auch hier die Schachteln, die verziert. Ja, das sind so ganz kleine Geschenkschachteln, die gibt es auch ganz billig. Und dann einfach ein bisschen, die war ganz weiß, also einfach ein bisschen anmalen. Das können Sie übrigens mit den Farben vom Siebdruck auch machen. Und dann ein paar Schleifchen drum und ein paar farblich passende Blümchen obendrauf. Und es macht richtig Spaß. Ja. Und vor allem, wenn Sie dann etwas verschenken, und das ist vielleicht einfach eine kleine Aufmerksamkeit für jemanden, der Ihnen geholfen hat in einer gewissen Situation zum oder Beispiel. Wie auch immer, wenn Sie der Nachbarin was Schönes mit, die immer die Pakete entgegennimmt oder was auch immer. Genau. Das ist so eine Freude, so etwas zu bekommen. Und so ein Schächtelchen wird aufgehoben. Und das wird ausgestellt und dekoriert vermutlich. Ja, oder ich benutze es einfach. Ne? Ja, ganz genau. Meinen Schmuck da rein, meine Ringe rein. Gute Idee. Ja. Wir haben gleich nur noch 900 Möglichkeiten, 347, 07 und die 8. Das ist unser absolut toller Kennenlernpreis von 22,99. Nutzen Sie jetzt die Gunst der Stunde. Ich könnte mir vorstellen, sollte das Set dann ausverkauft sein, dass Sie sich ein bisschen ärgern, dass Sie sich nicht gesichert haben. Weil es ist so vielseitig einsetzbar, hat einen tollen Preis und holt Ihnen den Frühling nach Hause. Es ist der einzige Auftritt an dem heutigen Tag. 347 078 ist die Bestellnummer. Wunderschöne 3D-Blüten und insgesamt sind es 382 Motive. Wenn Sie das passende Werkzeug benötigen,